mich darum gebeten, mal ein Video zu machen, wo ich eine Nordschleifenrunde kommentiere, beziehungsweise euch ein bisschen erkläre in einem Auto, wenn ich da fahre mit der Onboard-Aufnahme. Und ich habe jetzt mal eine alte Aufnahme rausgesucht. Ich habe leider keine aktuelle, ich habe noch eine im SLS GT3. Die nehme ich jetzt mal und nehme euch mit auf eine Runde Nordschleife. Viel Spaß! So, dann geht es also jetzt hier raus aus der Boxengasse auf die Strecke. Ihr seht, die Runde beginnt aus der Boxengasse hinaus. Dann geht es in Kurve 1 hinein. Kurve 1 fahren wir eigentlich im ersten Gang, im Rennen manchmal auch im zweiten Gang, einfach ums Getriebe so ein bisschen zu schonen. Und ihr seht, dann geht es auch direkt los mit dem Verkehr. Da muss man sich so ein bisschen durchschlängeln. Hier über die Kuppe, ihr habt es gehört, nur leicht vom Gas und dann wieder voll dran. Jetzt hier dritter Gang hoch. Kurz, dann in den zweiten Gang wieder runter, dann heißt es hier ganz links bleiben, das ist wichtig, um dann den Schwung hier rechts aus der Mercedes Arena mit rauszunehmen in Richtung Kurzanbindung. Dann sind wir an der Kurzanbindung, anbremsen hier runter in den zweiten Gang, Auto in der Mitte ungefähr der Kurve drehen, da haben wir zwei Scheitelpunkte und dann wieder den Schwung mit aus der Kurve rausnehmen, hier dann hoch Richtung Bitkurve, RTL-Kurve, wie auch immer sie heißt, die hat ja schon ungefähr 1000 Namen. Das Ganze hier, Warsteiner Kurve heißt sie jetzt, glaube ich. Und hier heißt es auch wieder Schwung mitnehmen. Ihr seht, es geht immer darum, wirklich den Schwung aus der Kurve mit rauszunehmen. Jetzt hier Richtung Etwanbogen, Hatzenbachbogen, wie er so schön heißt, NGK-Schikane. Und da fahren wir ja die schnelle Variante, die Motorradvariante, heißt also innen links wie rechts die Curbs mitnehmen. Hier hat man damals noch Reifenstapel hingestellt, damit wir nicht zu weit abkürzen. Und dann biegen wir jetzt ab auf die Nordschleife. Hier diese links Kurve geht dann also auf die Nordschleife drauf und dann in den Hatzenbach, in den Bereich Hatzenbach hinein. Hier die Linkskurve, zweiter Gang und dann geht es hoch, dritter Gang, vierter Gang. Da fahre ich jetzt noch innen am R8 vorbei. Hier im Qualifying geht diese Kurve fast Vollgas. Also sind wir richtig schnell unterwegs, gerade mit dem neuen AMG GT3. Also ich mache so ein bisschen eine Mischung aus beiden Fahrzeugen. Dann geht es hier wieder runter in den zweiten bzw. dritten Gang. Alles hier dritter Gang hier hindurch. Wird kurz hoch beschleunigt jetzt hier. Bevor wir dann in dieses Loch hineinfallen. Also sieht man hier nichts. Also man sieht wirklich diese Linkskurve nicht, wenn man da um die Ecke kommt. Und dann geht es Richtung Bereich Quittelbacher Höhe, Flugplatz. Der wurde ja jetzt dieses Jahr abgetragen. Genau hier dieser Bereich wurde abgetragen. Das heißt, im Qualifying-Modus können wir fast Vollgas durchfahren. Ich habe sogar schon gehört, andere Hersteller können hier Vollgas durchfahren. Ich glaube, den M6, der macht das da ganz locker. Und dann geht es jetzt hier dann also vom fünften Gang, jetzt ungefähr an dieser Stelle sechster Gang, hier Richtung Schwedenkreuz. Über die Kuppe Vollgas, alle vier Räder kurz in der Luft. Ich bremse hier ganz leicht an, beziehungsweise im Qualifying gehe ich vom Gas ganz leicht. Innen bleiben, anbremsen, Arenbergkurve. Haben wir einen späten Scheitelpunkt. Ich fahre hier im dritten Gang, einfach um da locker durchzurollen im Rennen. Auch ein bisschen Sprit zu sparen, geht ja auch immer darum. Bevor es dann hier runter geht, Richtung Fuchsröhre. Alles Vollgas hier hoch bis in den sechsten Gang. Haben wir ungefähr so, ja, ich schätze mal 230 jetzt an dem Punkt. Vollgas durch die Fuchsröhre. Anbremsen, einen Gang runter, links den Körper mitnehmen. Nochmal zwei Gänge runter, hier sind wir also im dritten Gang. Und dann nochmal einen Gang runter hier im Adenauer Forst. Zweiter Gang jetzt hier. Die schwierige Stelle, das Ganze, das Auto sehr unruhig, dann geht es wieder hoch. Dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang sogar im AMG GT3. Und dann anbremsen, entweder einen Gang runter oder im fünften Gang bleiben, hier im Metzgesfeld. Und dann links hinein, Richtung Kallenhardt. Anbremsen hier, zweiter Gang, jetzt geht es in den zweiten Gang. Früh ans Gas und dann, wir nennen sie immer hier die Piff-Paff. Diese links, rechts, da fallen wir links in das Loch hinein, gesetzt das Auto so ein bisschen auf, rechts ins Loch hinein. Hier vorsichtig gemacht, einfach mit dem Verkehr, den man vor sich hat. Das war an einem Freitag beim Testen, 16 bis 18 Uhr. Dann die dreifach rechts, wo wir gerade durch sind. Langsamste Stelle jetzt hier, Bärseifen, zweiter Gang. Und ihr seht sehr schön meinen Kopf, die Kamera ist ja an meinem Helm befestigt, wo ich hinschaue. Man sieht im Bärseifenbereich, Bärseifen ist es wirklich so, dass wir da weit nach links schauen. Geht es jetzt nach Breitscheiden. Ihr seht vorne im Display vielleicht auch immer so ein bisschen
das Ganze gelb und blau blinken. Wenn es blau blinkt, dann drücke ich den Flash-Knopf, dann blinkt unser Flasher da, seht ihr es. Es blinkt er ungefähr 10 Mal. Das ist einfach für die Vorausfahren. Nicht, dass ich sofort an die Seite fahren soll, nein, einfach, ich komme jetzt da in den Bereich und dann versuche ich dann zu überholen. Sind wir gerade Lauda-Kurve hindurch. Und dann geht es jetzt hier raus aus Bergwerk und dann schnellstes Stück, alles Vollgas hier. Fahren wir Vollgas hinter Kesselchen, Klostertal bis hin zur Mutkurve. Alles Vollgas hier, Vollgas, voll durchbeschleunigen hier. Sind wir noch ungefähr im 5. Gang. Und in dem Bereich ungefähr kommen wir in den 6. Gang. Heißt es weiter durchbeschleunigen hier. Dann schnappe ich mir noch das eine Auto vor der Mutkurve, jetzt hier leichter Linksknick und jetzt anbremsen, Eingang runter und voll wieder ans Gas. Da haben wir hier im Kurvenausgang ungefähr so 220 km/h. Über die Kuppe hier alles Vollgas, auch diese Rechtskurve hier Vollgas Richtung Steilstrecke. Anbremsen dann vom 5. runter in den 2. Gang. Später Scheitelpunkt hier hoch Richtung Karussell. Und dann visieren wir hier geradeaus den Streckenposten an. Genau geradeaus, da fahren wir jetzt rein. Dann trifft man das Karussell perfekt. Ihr seht, wie es uns da durchschüttelt im Karussell. Sehr spät raus und wieder voll dran ans Gas. 2. Gang sind wir da im Karussell. Dann 3. Gang, 4. Gang geht es hier in Richtung Hohe Acht. Dieser Knick hier geht eigentlich Vollgas. Und dann bleiben wir hier in dieser Linkskurve im 4. Gang. Hier dann in den 3. Gang zurück, weil es da ziemlich steil nach oben geht. Das sieht man gar nicht für diejenigen, die noch nicht selber mal auf der Nordschleife waren. Es geht richtig steil bergauf. Jetzt sind wir an der höchsten Stelle, Hohe Acht. Und dann geht es wieder hier hoch in den 3., 4. Gang. Alles hier 4. Gang. Rechts voll die Curb mitnehmen. Und dann über die Kuppe hier Eschbach jetzt rein. 3. Gang. Und jetzt ab jetzt ist alles 3. Gang. Alles 3. Gang hier. Eschbach, Linkskurve Richtung Brünnchen. Alles 3. Gang. Hier sehen wir euch immer, wenn ihr dann im Brünnchen steht. Für diejenigen, die dort sind, erst zur Kurve rein ins Brünnchen. Alles 3. Gang hier. Ich bleibe im 3. Gang. Geht's hier rechts wieder raus. Außen den Curb mitnehmen. Voll, wie ihr seht. Eiskurve im Nassen. Macht zu ihrem Namen alle Ehre. Geht's hier auch im 3. Gang hoch. Rechts den Curb leicht mitnehmen. Und dann Richtung Pflanzgarten Vollgas hier. Dann 4. Gang, 5. Gang auf der Kuppe. Jetzt hier anbremsen und im Flug Eingang runterschalten. 4. Gang und dann wieder voll ans Gas. Und dann bleiben wir voll am Gas mit dem AMG GT3. Geht das hier alles mehr oder weniger Vollgas. Jetzt großer Sprung, Pflanzgarten hier. Dann versetzt das Auto so ein bisschen nach rechts. Dieses Geschlängel vor zum Schwalbenschwanz jetzt. Da sind wir jetzt gleich am Schwalbenschwanz. Dann sind wir im 6. Gang sogar. 2 Gänge runter, 4. Gang wieder voll ans Gas. 3. Gang jetzt hier. Schwalbenschwanz und dann ins kleine Karussell hinein. Haben wir noch eine Kurve, bevor wir auf der Döttinger Höhe sind. Jetzt also hier 4. Gang hoch, 5. Gang eventuell sogar, aber im 4. Gang, im AMG GT3 bleiben wir hier im 4. Gang und dann heißt es jetzt hier Vollgas durch. Im SLS ging das noch nicht ganz, aber jetzt im GT3 Vollgas hier durch auf die Döttinger Höhe. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zu verschnaufen. Jetzt kontrollieren wir einfach alle Daten. Ihr seht, links drücke ich so einen Knopf, diesen goldenen, orangenen Knopf unter dem Flasher. Warum mache ich das? Ich funke hier an der Stelle mit der Box. Ich sage einfach die Benzinmenge durch, ob das Auto okay ist, wie sich das Auto verhält, ob die Reifen noch okay sind. Das gebe ich jetzt hier alles in dem Moment durch. Und jetzt konzentriere ich mich schon wieder auf die Anfahrt zur Hohenrhein-Schikane. Geht es jetzt runter hier, Antoniusbuche, alles Vollgas im 6. Gang. Ungefähr so 260, 270 haben wir drauf. Vollgas hier immer noch durch die Senke durch. Und jetzt fangen wir an zu bremsen. Dann geht es jetzt hier richtig schnell Richtung Hohenrhein-Schikane. 2. Gang runter und dann geht es auf Startenziel drauf. Und das wird wieder durchbeschleunigt bis ungefähr 5., 6. Gang. Das war eine Runde auf der Nordschleife. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal beim Onboard. Ja, das war also die eine Runde Nordschleife. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Ihr seht es mal, wie es uns da durchschüttelt eigentlich das Ganze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche noch ein paar mehr Onboard-Videos zu machen. Ich hoffe, das erste hat euch mal gefallen. Tut mir leid, dass es im alten Auto ist, wenn man das so sagen möchte. Aber ich glaube, es zeigt trotzdem ganz gut, wie es da zur Sache geht. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wenn es noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren nicht vergessen. Kommt immer mehr solche Videos. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.